Noch mal ganz kurz ein Video, was ist toxisch Metaframing, weil ich diesen Titel unbedingt da stehen haben will in dem Video, deswegen erkläre ich es noch mal ganz kurz. Was ist toxisch Metaframing? Ich habe ein längeres Video, jetzt mache ich noch mal ein kürzeres. Weil es wurde auch gefragt, gibt es dazu einen leicht verständlichen deutschen Begriff? Und ich habe gesagt, wenn man das versuchen wollen würde, in einem Satz vielleicht ganz kurz zu erklären, wäre es gezielter Versuch nach Libido-Unterdrückung des anderen. Jetzt würde ich das noch ein bisschen erweitern. Bewusst oder unterbewusst, gezielter Versuch unter Libido-Unterdrückung des anderen aus Mangel der eigenen Libido, Freude oder Sexualität. Es ist ein sexuell-hierarchisches Spiel. Ist aber so gängig, dass es in zwischen allen möglichen Männern und Frauen, Frauen und Frauen, Männer und Männer, Männer und Frauen, das komplett durch die Gesellschaft sich zieht. In allen Bereichen, es gibt implizites, verbales, nicht verbales, toxisches Metaframing. Jeder kennt das Beispiel, zum Beispiel, wenn eine Frau eine andere Frau anguckt oder auch ein Mann, mir ist es zum Beispiel von Frau zu Mann passiert, ich stand an der Post in der Tschechei und da kommt eine, und ich stelle mich hinten an und ich frage so ganz nett, hey, wie lange wartet denn hier schon, weil alle irgendwie draußen standen. Und die Frau, so eine ältere Frau, und ich habe gesagt, Achtung vor den älteren Frauen, guckt mich so an, so von oben unten, mustert mich so und sagt nichts. Ja, und es war so typische Abwertung, das ist ein toxisches Metaframe, nicht verbal natürlich, impliziert. Weil sie damit sagen will, so, wer bist denn du? So, also, wieso sollte ich mit dir reden? So. Was in der Tschechei ungewöhnlich ist, wenn sowas passiert, weil die Leute da eigentlich normalerweise nicht so drauf sind, aber scheint, Deppen gibt es überall. Auf alle Fälle ist das ein klares toxisches Metaframe. Und dann, also der Blick alleine und dann noch das Zweite, dass sie auf das, was ich sage, nicht reagiert, gar nicht antwortet, gar nichts sagt. Das macht daraus auch ein toxisches Metaframe. Und es ist eigentlich ein doppeltes toxisches Metaframe. Es ist im Endeffekt, ich halte mich für wichtig. Also es ist diese Verschiebung der Wichtigkeit der sexuellen Hierarchie auch, so, oder auch sozialen Hierarchie, aber es kommt aus der Libidomangel. Sie selber fühlt sich nicht wohl in ihrem Leben und muss dadurch jemanden anders runterdrücken, weil ein Mensch, der total in sich wohlfühlt, sein Libido auslebt, sexuell und Freude auch mäßig, beides, der hat nicht diesen Bedarf, weil das bringt ihm ja gar nichts. Der hat ja schon alles, was er will, sie oder er. Und also sie quasi, sie ist hier unten, fühlt sich sau schlecht und ich komme her mit so einer super Gelaune in der Früh und so, hey, wie lange wartet ihr hier schon so? Aber super gut gelaunt, optimistisch. Und sie will mich halt auf diesen Level hier runterziehen. Und der einfachste Weg, mit toxisch Metaframern umzugehen, wenn du es erkannt hast, dass die es das machen, komplett physisch von denen weggehen. Du könntest sie zurück toxisch Metaframen, was einige Leute machen, dann fängt der Streit an. Meistens wird die Person dann auch aggressiv und noch aggressiver wird sie, wenn du ihr reflektierst, dass sie toxisch Metaframing macht. Weil das entlarvt die Person ja komplett. Du entlarvst sie eigentlich, du sagst im Endeffekt so, aha, es ist ja klar, dass du unzufrieden bist, ja. Und dann ist die Person natürlich entlarvt. So, oh Scheiße, jetzt wissen irgendwie alle oder jetzt weißt du, dass ich unzufrieden bin. Das war jetzt eine Form von toxisch Metaframing. Ich gebe zum Beispiel andere. Wenn jemand sagt, zu dir herkommt und sagt, aus dir wird nie was. Ja, das ist eine Generalisierung, die kann nie 100% stimmen. Und die ist nur dafür da, weil die Person selber ihr Libido, Freude und Sexualität nicht auslebt, versucht sie die andere wieder auf ihr Niveau zu drücken, um mindestens irgendwie noch versuchen, über der zu stehen. Wenn man sich fragen würde, wie passiert das? Wie passt das mit der Leben in der Natur zusammen? Also wenn du jetzt Tiere, das Tierreich nimmst, Tiere machen das nicht verbal oftmals. Die können das auch so machen, ja. Aber das ist ein bisschen was anderes. Es ist nämlich die Etablierung wer ist Alpha und wer nicht. Und toxisch Metaframen ist schlimmer als das, ja.
Und aber es hat irgendwie den gleichen, mehr oder weniger den gleichen Ursprung, wobei der Alpha schon etablierter Alpha ist, im, so bei den Gorillas, sage ich jetzt mal, der ist einfach der Mammut da und der hat nicht den Bedarf, andere wirklich klein zu machen ständig, nur wenn er gechallenged wird, sozusagen. Und Menschen haben sich angewohnt, wegen ihrem Ego, wegen ihrer Arroganz, rund um die Uhr andere zu toxisch metaframen. Und dadurch entsteht, wenn das auch noch verfestigt ist und traumatisiert ist, entsteht Narzissmus, Gaslighting und alle diese Sachen. So zum Beispiel, wenn jemand sagt so, hey, wieso sprichst du immer so schlimm mit mir? Der Narzisst würde zurück sagen, ja, machst du doch genauso. Der wird immer alles auf dich zurückwerfen. Der wird immer versuchen, der Täter, das Täter-Opfer-Dynamik wird er immer versuchen, dir drüber zu hauen und immer dich runterzudrücken und immer wieder. Und wenn du schon bereit bist zu gehen und keinen Bock mehr drauf hast und merkst du da, dann merkt er das, dreht das Ganze um und macht vielleicht noch einen Witz mit rein und so, nee, so meine ich das ja gar nicht und so. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Und wenn du einmal toxisch Metaframen verstanden hast und weißt, dass das Beste ist, physisch dich davon zu entfernen, anders geht das gar nicht, fang erst gar nicht das Kämpfen mit denen an. Die sind Experten im Ding. Und wenn du ein liebevoller Mensch bist, der in sich eigentlich zufrieden ist, bist du kein toxisch Metaframer. Du kannst das Spiel mit dem toxisch Metaframen nicht spielen. Deswegen mag ich auch nicht den Rat, was du sagen kannst, damit du Narzisst in seine Schranken verweist. Das ist so, als ob du irgendwie das erste Mal Golf spielst und gegen Tiger Woods spielst, und dann sagt der eine, ja, du musst so einen Trickshot machen, dann spielst du ihn aus. Hallo, es macht überhaupt keinen Sinn. Und ich kann viele Beispiele für toxisches Metaframing geben. Zum Beispiel, toxisches Metaframing ist auch, wenn jemand so eingeschnappt ist, von dir weggeht und mit dir nicht mehr redet, ja, obwohl du eigentlich sehr offen, sehr herzlich eigentlich mit der Person reden willst, das ist auch eine Form von Bestrafung, ja, und es hat oftmals dieses so, ich bin wichtiger als du, ja, was du denkst, was du fühlst, ist mir nicht wichtig. Und das versteckt sich dahinter auch immer, das ist auch immer so diese Verschiebung. Also diese Nuancen lernt man mit der Zeit kennen. Nicht jeder ist ein toxisch Metaframer. Ich würde schätzen, 20, 30% der Menschheit sind keine toxisch Metaframer, weil sie in sich eigentlich zufrieden sind. Der Rest der anderen macht es früher oder später. Ja, es gibt es auch diese Macht ausüben ist auch eine Form von toxisch Metaframen. Zum Beispiel, wo mich die eine rausgeschmissen hat in der Estepona, da hat sie gesagt, du hast 2 Stunden, um hier wegzufahren. Und weil sie hat nämlich rausgefunden, dass ich auf YouTube, zwar anonym, aber sie hat rausgefunden, dass ich über eine toxische Metaframe-Situation geredet habe. Das hat sie extrem getriggert und dann hat sie mich rausgeschmissen. Und da habe ich auch schon drüber geredet. Das war sowieso bei der zu sein, war keine Libido-Selbstermächtigung. Das habe ich auch hinterher erst verstanden, was das ist. Sie hat mich rausgeschmissen und hat gesagt, in 2 Stunden musst du weg sein. Anstatt, sie wusste um meine Situation, sie wusste, es ist extrem heiß draußen, es ist fies, jetzt im Campervan zu sein, die hätte mir locker noch eine Woche oder 2 geben können. Ich habe sowieso weg vom Haupthaus gewohnt. Das wäre für sie kein Ding gewesen. Oder sie hätte mit mir sprechen können, hat gesagt, kannst du das Video bitte entfernen oder irgend sowas. Aber nee, stattdessen hat sie sich verletzt gefühlt und um wieder dieses Runterdrücken, dieses toxisch Metaframen zu verschieben, so, hat sie gesagt, so, du musst in 2 Stunden weg sein. So, um quasi ihre Macht über mich zu reetablieren. Weil ich bin immer mehr in die Selbstermächtigung gegangen. Ich habe wahnsinnig viel trainiert. Ich hatte solche Muckis schon. Hier alles, das sah schon ziemlich geil aus langsam. Für mich zumindest. Und das hat sie auch gestört, hat man gemerkt. Also sie war auch getriggert durch dieses Selbst, durch meine männliche Libido-Selbstermächtigung. Und da hat sie gemerkt, dass sich das verschiebt, dass ich hier immer mehr in meine Freude und Libido komme und sie halt nicht. Und dann musste sie halt richtig was reinhauen, so, damit ich halt aus ihrer Sicht runterfalle. Und ja, mittlerweile habe ich wahnsinnig viel draus gelernt und
Was ist definitiv kein toxisch Metaframe? Ein Fakt ist kein toxisch Metaframe. Wenn ich sage zum Beispiel, sagen wir mal, du machst einen Autounfall und ich sage so, ja, heute war das mit dem Fahren nicht so gut, zum Beispiel. Das ist kein toxisch Metaframe. Oder heute bist du nicht so gut gefahren, wenn du es jetzt, sage ich mal, verursacht hast. Dann ist es ein Fakt, ja. Das Gegenteil von toxisch Metaframe sind Komplimente. Wenn du dich mit jemandem besonders harmonisch verstehen willst, mach einfach Komplimente, ja. Das ist eigentlich das Schönste und das Einfachste. Toxische Metaframes machen immer jegliche Beziehung kaputt. Und toxische Metaframes, ganz wichtig, sind eigentlich ein Indikator dafür, dass keine wirkliche Liebesbeziehung oder keine Beziehung eigentlich existiert. Weil der toxisch metaframed, will eigentlich insgeheim, dass es dir nicht gut geht. Und jemand, der will, dass es dir nicht gut geht, ist kein Partner. So, das reicht jetzt erstmal.